Endlich ist es soweit gewesen. Endlich haben wir den ersten richtigen Trailer zu Godzilla and Kong oder zu Godzilla X Kong oder Godzilla Cross Kong bekommen. Leider wissen wir noch immer nicht, wie der Name jetzt wirklich ausgesprochen wird, aber ich denke mal, Godzilla and Kong macht hier am meisten Sinn. Und ja, der Trailer hat uns einige Dinge gezeigt, über die wir jetzt hier mal reden müssen. Es gibt Massen an Spekulationen, es gibt Kritik an bestimmten Designs, an der möglichen Story, über die sprechen wir jetzt hier auch gleich nochmal. Und sogar, naja, vielleicht erste kleine Zukunftsprognosen, die ihr noch überhaupt nicht wahrgenommen habt, die mir natürlich aber nicht entgangen sind. Wir quatschen jetzt über alles Mögliche, über Fakten, über Theorien, über Infos, über Godzilla and Kong und ja, legen wir einfach los. Viel Spaß mit dem Video. Gestern Abend haben wir uns gemeinsam auf meinem Twitch-Kanal getroffen und haben live den Trailer zu Godzilla and Kong gesehen, nachdem er gerade frisch gedroppt wurde. Und wir haben hier in den Live-Kommentaren auch schon ein bisschen diskutiert über die ganze Nummer. Viele waren begeistert von dem Trailer, einige waren ein bisschen verwirrt und ich war mir vor allem sicher, oh, das wird sehr kontrovers. Was genau meine Meinung zum Trailer ist, erfahrt ihr im Verlauf dieses Videos hier. Wir reden aber erstmal über das, was uns jetzt hier der Trailer im Endeffekt wirklich gezeigt hat. Die ganze Nummer beginnt damit, dass Rebecca Hall, oder zumindest der Charakter von Rebecca Hall, uns erklärt, dass in der Hollow Earth wohl doch mehr passiert, als wir wirklich wissen. Und tatsächlich, ja, wird eben darauf eingegangen, dass wir immer dabei sind, in die Ferne zu schauen, wenn wir nach einer neuen Zivilisation suchen und immer vergessen, dass ja im Inneren der Erde ebenfalls etwas passiert. Und das sehen wir jetzt auch hier im Trailer. Wir bekommen mit, dass unterhalb der Erde, also in der Hollow Earth, scheinbar noch weitere Kongs existieren, die irgendwie eine eigene Zivilisation aufgebaut haben oder zumindest eigene Gruppen aufgebaut haben, die unter anderem auch vom Scar King kontrolliert oder beherrscht oder vielleicht auch versklavt wurden. Darauf gehen wir gleich nochmal ein. Unter anderem sehen wir ebenfalls, dass hier auch Menschen unter der Erde zu leben scheinen und auch unsere Liebe, ich meine, ihr Name war Sia gewesen, korrigiert mich gerne, wenn das falsch ist, das Mädel, das auch mit Kong per Zeichensprache Kontakt aufnehmen konnte. Und die ist laut diesem Trailer scheinbar irgendwie ein bisschen mehr mit dieser Welt verkettet. Ebenfalls sehen wir Rio, wir sehen Ägypten, wir sehen mehrere Standorte, an denen der Film Godzilla and Kong nun spielt. Kommen wir zum ersten kontroversen Punkt, das Design von Godzilla. Und ja, ich habe hierbei auch wirklich schon ein paar Kommentare gelesen, mit denen ich mich dann auch wirklich auseinandergesetzt habe. Denn ich persönlich bin jemand, ich mag es nicht, wenn man extrem dämlich und gezwungen politische Botschaften in Filmen oder in Serien rüberbringt. Als Beispiel ist sowas bei Resident Evil der Fall, wo die Antagonistin nicht einfach nur homosexuell ist, das wäre ja vollkommen okay, nein, sie muss auch noch jedes Mal erklären, dass das nicht der Grund ist, warum sie die Antagonistin ist. Damit der letzte Dulli es auch noch versteht, ja, sie ist homosexuell, aber das ist okay, deswegen bin ich nicht böse geworden. In Resident Evil sind alle Menschen und alle Figuren, die Fleisch essen, extrem dumme Neandertaler und alle Veganer sind die Schlauen auf der Schule. Noch dazu möchte man den Zombies mit Hilfe eines bestimmten, ich glaube es war irgendein Ton, das Fleischessen abgewöhnen, was ja irgendwie Sinn machen würde, aber es wird hier darauf eingegangen, dass das Fleischessen generell ja das Böse in der Welt ist. Und ey, das ist so eine Message, die kann man clever verpacken. Da haben sie es auf jeden Fall extrem dämlich und schlecht gemacht. Trotz allem, warum erwähne ich das hier jetzt in diesem Video? Es geht mir inzwischen noch viel mehr auf den Sack, wenn Leute meinen, inzwischen bei allem, was sie sehen, eine Art von Wokeness sehen zu müssen. Also mich stört das tatsächlich mehr als bestimmte Filme und Serien, die jetzt irgendwie Wokeness, ich nenne das Wort nur ungern, aber ihr wisst damit, was ich meine, in ihre Filme mit einbringen. Ein Alan Wake zum Beispiel musste sich auch schon den Titel oder das Hashtag Alan Woke gefallen lassen. Warum? Naja, weil wir da eine schwarze FBI-Agentin spielen. Es ist manchmal wirklich extrem lächerlich und man muss damit aufhören, überall eine Art von Wokeness zu sehen. Wirklich, es gibt Filme, die das extrem hervorheben, die das extrem lächerlich machen. Das sind aber wenige. Mir fällt jetzt gerade wirklich nur Resident Evil als Beispiel ein. Und warum rede ich jetzt hier gerade von Wokeness? Weil es ernsthaft Leute da draußen gibt, die diesen Godzilla hier sehen. Und aufgrund dessen ist das neue Design eine eher dunklere Farbe hat mit einem pinken Leuchten. Ich finde die Kombination ja ultra cool. Aber einige von euch da draußen schreiben ernsthaft in die Kommentare unter Facebook, unter Twitter oder X, Wokezilla. LLBGTQ-Zilla.
Es triggert Leute, dass das hier die Farben von Godzilla sind. Ich finde es, keine Ahnung, ich will jetzt hier auch kein riesengroßes Fass aufmachen, aber mich nervt es, dass inzwischen Leute wirklich aus Prinzip und aus Trotz meinen, eine Gegenbewegung bilden zu müssen und dann damit einfach jetzt überall irgendeine Art von Wokeness sehen. Mich stört das tatsächlich mehr als die eigentliche Wokeness an sich. Nur um das mal ganz kurz damit abzuschließen. Das Design von Godzilla wird kontrovers, das wusste ich auch schon, als ich den Trailer gesehen habe, aber nicht auf die Art und Weise. Das ist total lächerlich. Das Design von Godzilla übrigens, alle Leute da draußen, die rumschreien, Wokeness, ist kein Design, das einfach jetzt gewählt wurde, um Godzilla weiblicher wirken zu lassen. Dieses Design ist angelehnt an den Godzilla Millennium, quasi das Design hier, was unter anderem auch mein Lieblings-Godzilla-Design ist von den alten Toho-Filmen. Ebenfalls mag man hier auch ein bisschen Space-Godzilla reininterpretieren können und darauf gehen wir auch gleich nochmal ein bisschen genauer ein. Wir erfahren also nun, dass Kong und dieser Scar King wohl aufeinander getroffen sind. Scheinbar hat Kong hierbei auch bestimmte Verletzungen mit sich getragen. Wir sehen nämlich, wie Kong aus der Hollow Earth herauskommt und dann bereits diese Armbandage hat. Und das sehen wir zwar am Anfang vom Trailer, aber später sehen wir im Trailer noch, wie Kong, als er wesentlich jünger ist, als er mit der Armbandage wirklich ist, als er da zusammen mit Rebecca Halls Charakter und Sia in der Hollow Earth herumfliegt. Ich schätze mal, dass Kong im Endeffekt auf diesen Scar King treffen wird. Vielleicht hat Kong auch vorher sogar noch seine eigene Spezies gefunden, also ganz viele andere Kongs. Und das sehen wir nämlich auch mal ganz kurz. Als Scar King auftaucht, dann gucken die anderen Kongs so ganz entsetzt. Also die freuen sich nicht, den wirklich zu sehen. Vielleicht hat Kong ja auch eine eigene Zivilisation aufgebaut oder eine eigene Gruppe zusammengerafft. Und Scar King taucht plötzlich auf und wir wissen aus alten Leaks, dass Scar King andere Kaiju versklavt mit Hilfe einer Peitsche, die wir jetzt auch an Scar King selber sehen. Das ist dieses Knochenskelett, das er um die Schulter hat. Ich schätze einfach mal, dass Kong zu Beginn des Films in der Hollow Earth leben wird, zusammen mit den Menschen, die Hollow Earth eben noch erforscht, dass er hier auf weitere Kongs treffen wird und das Ganze erst sehr harmonisch beginnt, bis dann irgendwann Scar King auftrifft und der dann letztendlich die Kongs versklavt oder eben auch zum Großteil tötet. Unser Kong könnte bei der Nummer also schwer verwundet, ganz zum Schluss aber noch rauskommen. Er wird schwer am Arm verletzt, bekommt dann daraufhin eine Prothese, noch in der Hollow Earth verpasst und schafft es aber dann, sich aus der Hollow Earth herauszubegeben. Ebenfalls könnte auch hier der Charakter von Rebecca Hall sterben. Diese Idee ist mir eben gerade gekommen, weil ich glaube, wir sehen sie im Verlauf des Trailers nicht mehr. Das heißt, sie könnte hierbei wirklich sterben. Möglicherweise erschafft sie auch kurz zuvor noch für Kong diese Armprothese, die er später hat, und stirbt dann kurz danach. Kong schafft es also scheinbar, sich aus der Hollow Earth heraus zu befreien und taucht dann in Ägypten auf. Und ja, auch Ägypten scheint hier wieder eine größere Rolle zu spielen. Ich bekomme hierbei irgendwie so ein bisschen Flashbacks an Transformers 2. Das sind keine guten Flashbacks, aber ich bekomme wieder so ein paar Flashbacks an Transformers 2 und habe auch in meinem Livestream auf Twitch zu euch gesagt, ich hoffe nicht, dass in den Pyramiden wieder irgendeine extreme Waffe drin ist. Das finde ich immer so ein bisschen komisch, aber es scheint wohl so zu sein, dass die Hollow Earth und die Pyramiden miteinander verbunden sind. Denn im Verlauf des Trailers sehen wir auch diese Szene hier, wo die Zivilisation an Menschen, die auch in der Hollow Earth zu leben scheint, unterirdisch auch kleinere Pyramiden aufgestellt hat. Godzilla hingegen hat anscheinend eine Art von Metamorphose hinter sich. Auch wie das passiert sein sollte, gibt es erste Theorien. Unter anderem habe ich die Theorie gesponnen, dass Mothra zurückkehren konnte. Denn wir wissen ja, dass Mothra ein Ei gelegt hat nach Godzilla 2. Und wir sehen dann später auch, wie Sia so in diesen leuchtenden Kristallnebel reingreift. Und dann gehen ihre Finger, gehen dann quasi auch in so Sporen auf. Und ich könnte mir vorstellen, dass das irgendwas mit Mothra zu tun hat, muss aber nicht der Fall sein. Mothra könnte allerdings dann ebenfalls Godzilla dabei helfen, ein neues Stadium anzunehmen. Die neue Form, die wir jetzt hier also sehen, könnte Godzilla mit Hilfe von Mothra erreichen. Des Weiteren sehen wir in Godzilla and Kong auch diesen Knaben hier. Das ist quasi eine kleinere Variante von Scar King. Und auch hier gab es erste Theorien, dass das hier der Sohn von Kong sein könnte. Und nein, meine Theorie hier ist ein bisschen anders. Ich gehe davon aus, dass das hier wirklich der Sohn ist von Scar King, der allerdings nicht unbedingt mit dem einverstanden ist, was sein Vater macht. Der Film könnte also so ausgehen, reine Theorie, reine Spekulation, dass Scar King am Ende stirbt und diesen kleinen Scar King zurücklässt, sodass unser Kong diesen Scar King als Adoptivsohn
aufnehmen muss. Und so hätten wir im nächsten Teil unseren Son of Kong. Nur dass der Son of Kong einfach der Sohn des ehemaligen Bösewichts ist. Wenn Scar King in dem Film sogar nicht sterben sollte, wäre das sogar nochmal umso interessanter. Über diesen Scar King haben wir jetzt auch schon gesprochen. Den sehen wir jetzt hier nur relativ wenig. Eine ganz prägnante Szene hierbei ist ein ganz cooler Cut eigentlich, wo er in der Hollow Earth auftaucht und dann auf die Affen herunterguckt und die auch wirklich ganz geschockt zu ihm nach oben schauen und er brüllt und dann bekommen wir einen Cut an die Küste der Copacabana in Brasilien, wo er aber dann am Strand steht und quasi auf die Leute runterbrüllt. Da gab es auch schon Making-of-Szenen von vor über einem Jahr, wo wir gesehen haben, wie die Leute quasi wegrennen. Die Frage war immer, vor welchem Kaiju rennen die weg? Jetzt haben wir die Bestätigung, das ist auf jeden Fall Scar King, der hier aus dem Wasser rauskommt. Der Titel des Films heißt A New Empire, also der Aufstieg eines neuen Imperiums. Sollte das jetzt hier nicht wieder so ein Rohrkrepierer werden, wie auch Edge of Ultron, wo nie ein Edge of Ultron da war, es war so ein Nachmittag mit Ultron, dann müssen wir davon ausgehen, dass dieser Affe möglicherweise tatsächlich für einen Teil die Oberfläche unserer Erde einnehmen könnte. Wir sehen zum Beispiel auch hier und da soldatenähnliche Kreaturen, quasi wie eine Armada, wie eine Armee von Affen oder auch von diesen großen Hunden, die unter der Hollow Earth entlangrennen und auch kurz Kong jagen. Meine Theorie hierbei ist, dass sowohl Godzilla für einen gewissen Zeitraum außer Gefecht gesetzt ist, weil der eben diese Metamorphose im Eis beginnt oder vielleicht eben auch in so einem Kokon von einem Mothra-Wesen. Kong wird außer Gefecht gesetzt, weil der eben schwer verletzt ist nach dem ersten Aufeinandertreffen mit Scar King und dann haben wir eben The New Empire. Scar King kommt an die Oberfläche, das sehen wir jetzt ja auch hier, und könnte tatsächlich einige Teile der Erde zumindest terrorisieren. Godzilla und Kong müssen sich also nun wieder zusammenraffen und dann gemeinsam gegen Scar King kämpfen. Auch das sehen wir hier im Trailer. Da bin ich mir ganz sicher, dass das hier, dieser Shot, passiert relativ am Ende vom Film. Ich finde es immer doof, wenn man sowas im Trailer an sich schon verheizt. Es könnte auch sein, dass das hier irgendwie am Anfang passiert, aber ich glaube es halt nicht, weil hier auch Kong schon seine Prothese anhat. Und dann würde also dann der Kampf, der große Kampf oder der große Krieg dann vielleicht doch in der Hollow Earth unten fortgesetzt werden oder eben dann auch groß beginnen. Es gibt sogar Theorien, die besagen, dass nicht nur Godzilla und Kong als Haupt-Kaiju in dem Film auftauchen sollen, sondern dass vielleicht auch noch andere Tiere ihren Weg in den Film finden sollen. Auch von Rodan ist nochmal die Rede gewesen oder auch von anderen Kaiju, die ja laut Godzilla vs. Kong defeated wurden, aber trotz allem immer noch am Leben sein könnten. Wir können also hier möglicherweise eine gewaltige Kaiju-Schlacht am Ende erwarten. Das ist zumindest alles das, was uns der Trailer so suggeriert im Endeffekt. Wir können nochmal ganz kurz zusammenfassen, wie sich die Geschichte jetzt abspielen könnte und ihr könnt mir in die Kommentare unten reinschreiben, wenn ihr das anders seht, wenn ihr vielleicht andere Ideen habt, wenn ich irgendwas übersehen habe. Ich gehe allerdings davon aus, dass der Film relativ harmonisch beginnt. Wir sehen, wie Kong in der Hollow Earth ein neues Leben begonnen hat, auf Artgenossen trifft und sich dann mit denen eben versucht, ein Leben aufzubauen, während die Menschen ihn immer ein bisschen begleiten, weil die eben auch mehr von der Hollow Earth erfahren sollen. Die Menschen treffen allerdings irgendwann auf diese Mauer, die wir auch im Trailer sehen, wo der große Handabdruck von Scar King zu sehen ist, wo dann eben auch die eine Figur sagt, das Ding, das ist nicht von Godzilla, von Kong. Der Handabdruck ist nicht von Kong, der ist eben von Scar King. Daraufhin könnten sie dann eben auf Scar King aufmerksam werden und wir sehen auch, wie Kong dann später wie in so eine Schlucht runterfällt und kurz vorher trifft er aber in so einer Nebelhöhle auf den kleinen Scar King, also auf den schätzungsweise Sohn von Scar King. Das könnte der Moment sein, an dem dann auch wirklich Kong quasi an die Hand genommen wird, vielleicht sogar von diesem kleinen Jungen irgendwie in Scar Kings Fänge gelockt wird oder, naja, vielleicht weiß der Junge auch noch gar nicht, was er macht. Er wird von seinem Vater Scar King eben einfach dafür benutzt, um jetzt auch Kong in seine Fänge zu bekommen und Scar King könnte versuchen, Kong für seine Zwecke zu benutzen. Wir sehen ja auch später, dass da sehr viele Totenköpfe in diesem einen Tempel liegen. Möglicherweise opfert Scar King auch bestimmte Kongs für etwas Bestimmtes und darauf komme ich gleich nochmal zu sprechen, eine sehr interessante Theorie. Und Kong könnte das Ganze aber ablehnen und dann deswegen eben auch auf der Liste von Scar King landen. Er müsste dann daraufhin Scar King und eventuell auch eine Gruppschaft, die Scar King selber auch folgt, die ihm treu untergeben sind, müsste er daraufhin verlassen und führt dann eben jenen Scar King zu seiner eigenen Kolonie. Daraufhin sterben dann eben die ganzen guten Kongs in Anführungszeichen oder werden von Scar King zum Teil mit versklavt. Ein Kong könnte es danachhin also schaffen, mit Hilfe von Rebecca Halls Charakter oder den Menschen die Hollow Earth gerade wieder zu verlassen. Und irgendwie scheint das aber auch mit der Axt zu tun zu haben, denn wir sehen ganz kurz auch ein blaues Leuchten, als Kong in Ägypten aus der Erde raussteigt. Das heißt, hier könnte die Axt
von Godzilla mit eine Rolle spielen. Das wird nicht Godzilla sein. Ich wüsste jetzt nicht, warum der in der Hollow Earth sein sollte, zu Beginn des Ganzen. Kurz davor würde Kong dann eben noch seine Armprothese bekommen und dann eben aus der Hollow Earth aussteigen. Es könnte natürlich aber auch sein, dass sich Kong den gesamten Film über in der Hollow Earth befindet und sich dann da eben erst erholen muss und dann erst am Ende des Films aus der Hollow Earth wieder herauskommt mit dieser Armprothese und dann eben gegen Scar King kämpfen will, weil Scar King ist ja auch an der Oberfläche der Hollow Earth und greift da bereits die Menschen an. Das heißt, das könnte auch alles sich so abspielen. Ich gehe davon aus, dass auch ein Godzilla nicht einfach so ohne Grund diese Metamorphose macht. Entweder spürt Godzilla diese gewaltige Gefahr, genauso wie er auch Ghidorah spüren konnte in Godzilla vs. Kong, nur dass er eben diesmal weiß, dass der neue Gegner viel zu mächtig ist. Oder Godzilla trifft ebenfalls vorher auf ein Wesen, entweder auf Scar King selber oder auf diesen, ich habe den Namen wieder vergessen, der auch offiziell schon bestätigt wurde, dieser Eishund, der sieht aus wie so ein kleiner Drachenhund-Mix, dass Godzilla es vielleicht mit dem viel zu tun bekommt und den Kampf ebenfalls verliert. Das heißt, wir bekommen hier möglicherweise eine ganz klassische Geschichte von unseren Helden, die auf die neuen Feinde treffen, dann eben verlieren. Die Feinde erheben sich, der New Empire entsteht und Godzilla und Kong müssen wieder zurückkehren und die Sache eben gerade biegen. Dann sehen wir eben dann auch zum Schluss, wie die beiden in die Hollow Earth runtergehen und dann eben den Kampf beginnen. Auch die Menschen scheinen hier eine eigene Story noch zu haben. Ich könnte mir wirklich vorstellen, dass wir hier auf irgendeinen weiteren Kaiju anspielen, dass die Menschen versuchen ich bleib einfach mal bei Mothra, dass die vielleicht Mothra wieder erwecken müssen, damit Godzilla überhaupt dieses neue Stadium annehmen kann. Das könnte die Geschichte hier bei der Menschen sein, da Kong eben, komplett verletzt ist und eben bewusstlos ist und Godzilla schafft es nicht, gegen diesen neuen Gegner anzukommen. Jetzt müssen sie irgendwie Mothra wiederbeleben oder das Ei von Mothra zum Leben erwecken, während Scar King und seine Armee auf der Oberfläche der Erde ihr Unwesen treiben. Kommen wir jetzt mal zu der sehr interessanten Theorie und das ist jetzt wirklich Eigenlob. Und ich weiß, Eigenlob stinkt, aber ich habe schon, bevor wir überhaupt wussten, wie der neue Godzilla-Film heißen wird, habe ich ja schon gesagt, ey, ich könnte mir vorstellen, dass jetzt einfach Space Godzilla Sinn ergibt. Dass Space Godzilla sinnig in diese Geschichte eingebaut wird. Es sind euch mal diese Kristalle im Trailer aufgefallen? Jetzt mal ohne Mist, also diese Kristalle im Trailer könnten doch tatsächlich für einen Space Godzilla sprechen. Wie würde das Ganze aber jetzt in dem Film Sinn ergeben? Wäre der Film dann nicht viel zu voll geklatscht mit irgendwelchen Easter Eggs mit viel zu vielen Kaiju? Wir wissen ja, dass jetzt mit Godzilla and Kong das Monsterverse so richtig losgetreten wird. Ab jetzt plant man auch über mehrere Filme, diese Geschichte hier fortzusetzen. Wir könnten also im Endeffekt am Ende des Films wie eine Post-Credit-Scene bekommen, die uns dann verrät, dass diese Kristalle, die in der Hollow Earth stecken, dass die eigentlich von einem Space-Godzilla sind. Und diese Kristalle scheinen auch nicht unwichtig zu sein für die Kongs in der Hollow Earth, denn wir sehen ja auch die leuchtenden Augen von Scar King oder auch von seinem Sohn. Da leuchten die Augen halt nur grün bei dem Kleinen. Und dieses Leuchten erinnert mich sehr stark an diese Kristalle. Was also, wenn ein Space-Godzilla irgendwann auf der Erde gelandet ist, quasi durch die Erddecke hindurch in der Hollow Earth gelandet ist und dann eben diese Kristalle verbreitet hat, die jetzt dem Scar King und generell den ganzen Kongs ihre Kraft geben. Das würde auch erklären, warum Scar King scheinbar Kongs opfert auf diesem Opferaltar, weil diese Opfergaben eben für einen Space Godzilla sind. Das wäre jetzt auf jeden Fall meine Theorie, wie die Geschichte ablaufen könnte, wie das Ganze hätte vorbereitet werden können oder vorbereitet sein können auf kommende Filme. Lass mich jetzt auf jeden Fall deine Meinung dazu wissen. Was sagst du zu meiner Theorie? Was sagst du zum neuen Trailer? Hat er dir genauso gefallen wie mir? Und bist du auch heiß drauf, das jetzt zu sehen? Ich muss sagen, bei mir hat wirklich jetzt so ein bisschen dann doch der Hype angefangen. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. In diesem Sinne bin ich fertig mit dem Video für heute. Ich wünsche euch was, bis zum nächsten Mal. Ciao.